ja, zu Menschenzeiten aufzunehmen, was einfach daran liegt, dass ich jetzt nicht mehr nachts aufnehmen kann, weil sonst ich sonst wahrscheinlich meine Mutter wecken würde. Und das wollt ihr nicht erleben, glaubt mir das. Ja, Sekunde. So, da bin ich wieder. 110 zu 55 gegen Drangeta gewonnen. Guck mal ins Forum in unserer Galerie. So, ja, das ist übrigens auch das erste Video, wo ich jetzt mein neues Intro und bald auch neues Outro dran schneiden werde. Also, wie heißt's? Also das glaube ich schon, das Auto kommt noch und ich weiß nicht, ob es als erstes kommt, aber das ist halt das erste, was ich aufnehme, wo das dann vorne dran geschnitten wird. Und hinten dran geschnitten wird. Ja, könnte sein, dass ETS-Videos mit dem Intro noch früher kommen. Aber die nehme ich gerade nicht aus. Auf. So, CA 50k. War eigentlich ganz leicht. Er hat kaum Arbeit gebraucht. Ja, wenn man nicht sagen... oh Gott. Ich bin so blöd zu sprechen, aber das ist heute den ganzen Tag so. Ich verspreche heute den ganzen Tag. Ja. Wenn man... gerade nicht weiß, was man kommentieren soll, dann einfach mal schnell... ich bin so unglaublich abgelenkt, ne? Dann einfach mal schnell... ja, vorlesen, was man schreibt. Mache ich ja immer. Zufall. Eine verlassene Nacht. Yacht, nicht Nacht. Ist ja spannend. Ich... Autokacker. ich wollte schreiben, ich auch nicht, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt würde das kontextmäßig nicht mehr passen. Autokacker, what the fuck? Oh Gott, immer das Blödeste, worüber man lacht, ne? Naja, soll vorkommen, ne? Unser neuen Spieler ist Stunt 10. Das ist der krasseste, individuellste und kreativste Name, den ich je in meinem Leben gehört habe. Naja. Ja, wobei ich natürlich nicht sagen will, dass mein Name besonders kreativ ist. Also, ich könnte mal kurz erzählen, wie sich denn mein Name entwickelt hat. Also, so richtig weiß ich selber nicht mehr. Und zwar hat alles angefangen vor circa 3 Jahren. Als ich meinen ersten Kanal eröffnet habe auf YouTube, was kurz nachdem war, nachdem ich angefangen, also nachdem ich angefangen YouTube-Videos zu gucken, ja, natürlich, ich war auch einer von denen, die angefangen haben mit Gronkh. Also, ich habe angefangen mit Gronkh, wollte anfangen mit Gronkh, habe aber dann nicht angeguckt, ohne es zu wissen. Und zwar wollte ich mir die letzten Shows von Gronkh anschauen, die fand ich nämlich echt geil. Und zwar habe ich, ja, Minecraft von einem Freund gezeigt bekommen und habe dann auf YouTube nach Minecraft-Let's Plays gesucht. Und, wo mein Nitro ist hin? Motorschaden. Was? Genau, und zwar hat mir ein Freund Minecraft gezeigt, dadurch bin ich dann auf YouTube gekommen, dann wollte ich mir Kong angucken. Also habe ich das Show gefunden, habe das einfach mal in YouTube, in die Suchleiste eingegeben und, naja, habe dann unbewusst meine ersten paar Videos, waren dann von Looks Like Link. Oder wie er aufgesprochen wird. Ja, danach war natürlich Kong, das, gibt ja bestimmt sehr viele Leute, die ja so ja, angefangen haben, YouTube zu gucken. Oder auch selber mit YouTube anzufangen. Und ja, das war auch meine Motivation, selber anzufangen. Ja, den damaligen Kanalnamen hatte ich von einem Freund. Der hatte einen ziemlich ähnlichen und
ja, wenn ein alter Kanal liest, der Cherry 1899, guckt da lieber nicht drauf, der ist scheiße bis zum geht nicht mehr. Also da ist echt, ne, ich würde mich lieber schießen. Ja, also da ist echt nur Scheiße drauf. Ja, früher fand ich's toll. Und ja, ich habe dann, also das, wie gesagt, der Cherry 1899, die Idee hatte ich von einem Freund bekommen, dass ich den so nennen kann. Und ich glaube, Cherry 1899 oder Cherry 99 habe ich vorher schon bewusst, und dann habe ich halt noch die 18 vorhin gegangen, weil für die es wissen, die es nicht wissen, ich habe am 18.01.99 Geburtstag, deswegen kommt diese Schaltzustande. Und naja, als ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist ja totaler Schrott, ich lasse es jetzt einfach mit YouTube, und mir dann irgendwann doch gedacht habe, komm jetzt hier, ne, ich könnte ja mal wieder was machen, dann ja, habe ich einen neuen Kanal eröffnet, und zwar den hier. Hier findet man auch die ersten Videos nicht mehr, weil ich die gelöscht habe. Jetzt eigentlich schade, weil ich würde gerne wissen, wie hier die ersten Videos waren. Ich weiß, das erste Video hier war auch ein Minecraft-Let's Play. Allerdings total scheiße. Ne? Ist klar. Und ja, ich habe die Vorlage von der Cherry 1899 genommen und habe das ein bisschen umgeändert. In, ja, der Cherry Gaming. Wie genau ich darauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich habe irgendwie nachgedacht und hatte dann einen Gedankenblitz oder irgend sowas. Was weiß ich. Und na, so ist mein Kanal dann entstanden. Ganz lustige Geschichte. Auch wenn es wahrscheinlich ziemlicher Standard ist, aber ich mache irgendwas Lustiges draus. Also ich denke mal, naja. Man muss wenigstens sagen, ich bin wenigstens keiner von denen, die ein Spielt im Namen haben, also einfach den Namen und Spielt, also in meinem Fall dann Cherry Spielt oder, naja, was bei mir dann noch gehen würde, Cherry LP XX, Cherry XX LP, irgend sowas. Das waren ja alles mal die Namen, die in waren. Oder total toll sind, kann ich nicht verstehen, warum. Ja, habe ich zum Glück nicht. Freue ich mich jetzt auf jeden Fall, weil, ich weiß nicht, das sind irgendwie nicht so die besten Namen, meiner Meinung nach. Ja, ich freue mich halt, damit ich mir da irgendwas Eigenes ausgedacht habe, ne? So. Wo ich da noch klein und scheiße war. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so klein, aber trotzdem noch scheiße. Ja, schöne, gute alte Zeit, ne? War ganz nett früher. Aber natürlich auch nicht alles. Früher gab es auch viel Zeug, das ziemlich scheiße war. Lol. Ja, ich werd hier noch ganz... Oh Gott, jetzt fangen die mit dem Rumgeschrei an, das gibt's doch nicht. Ja, ich verfalle ja schon ganz in Geschwärme von früher. Obwohl es gar nicht so toll war, ich kann meine Maus nicht bewegen. Naja. Früher hatte man noch mehr Schule vor sich. Obwohl, apropos Schule, darüber könnte ich auch mal reden. Also ich komme jetzt in die 10. Klasse, wie ich schon gesagt habe, deswegen wird es wahrscheinlich nächstes Jahr dann irgendwann keine oder weniger Videos geben. Und ich bin verwirrt. Genau. Was ich eigentlich auch ganz lustig finde, warum ja, das ist jetzt meine Frage an euch, ob ihr vielleicht, scheiße, ob ihr vielleicht eine Antwort wisst, warum man eigentlich immer so auf Mathe und Physik rumhackt, ne? Weil, naja, ich habe jetzt auch eine Tasse geschenkt bekommen, weil meine Mutter im Urlaub war. Mit Mathe ist ein Arsch und Physik sein kleiner Bruder. Und zwar kann ich das gar nicht verstehen. Okay, ich muss sagen, ich bin wirklich einer der wirklich wenigen, der sagen kann, Mathe ist mein Lieblingsfach. Ja, das wird für viele wahrscheinlich unverständlich sein und bleiben. Aber, na, was heißt Lieblingsfach? Es ist das geringste Übel, sag ich mal. Und na, ich muss sagen, danach kommt Physik. Das einzige Problem, was ich bis jetzt immer in den Fächern eben hier die, wie heißen die? Fällt mir gerade nicht ein. So Mathe, Physik, Chemie. Problem hatte, dass ich immer irgendwelche total beschissenen Lehrer habe. Ich sag's, ich hatte einfach immer Lehrer, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Einmal hatte ich in Physik gute Lehrer und da habe ich auch wirklich gute Noten geschrieben. So, dann, also das war echt Schlag auf Schlag. Also ich hatte echt im ersten Jahr Physik einen
Lehrer, der dann immer wieder Referendare abwechselt. Und naja, bei Referendar 1, ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, wer das war, hatte ich 2er geschrieben. Halbjahrwechsel, BÄM, 4er. Und das ist bis jetzt geblieben. Und naja, man muss dafür auch sagen, die letzten beiden Lehrerinnen, die ich jetzt in den letzten beiden Jahren hatte, waren wahrscheinlich beide schon über 80. Naja, ich meine, das passt nicht so gut. Ja, wenn man dann Schüler hat, gerade in dem Alter, hat ja, wenn dann immer die Alten, ne? Da sind einem junge Lehrer auf jeden Fall lieber. Ja, die dann auch mal ein bisschen Film schaut oder so, sowas war da überhaupt nicht drin. Ja, leider sind die immer ein bisschen verklemmt oft. Gibt aber natürlich auch ziemlich coole alte Lehrer, ne? Nicht, dass ich das jetzt alles aufs Alter beschränken will. Und naja, Kimi das gleiche, also da habe ich auch eine Lehrerin, das, naja, also das war echt, die ist echt ein Phänomen für sich, muss man sagen. Ja, ich hoffe mal, wir bekommen die nächstes Jahr nicht wieder. Wir haben die auf jeden Fall letztes Jahr gehabt und da konnte die schon keine ausstehen. Also es war immer so, am Anfang des Jahres immer voll nett und so, ja, und dann zoom, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann war irgendwann einfach vorbei. Dann wird man die ganze Zeit nur angemeckert und was weiß ich. Und wie kann man nur so scheiße sein? Oh, das ist eine Frechheit, so eine Antwort in deine Ex reinzuschreiben. Wenn man halt einfach irgendwas sucht, da reinzuschreiben, ne? Das ist halt auch immer so kontrovers bei Lehrern. Die einen sagen, ja, ist egal, schreibt einfach irgendwas rein. Vielleicht ist es ja richtig. Vielleicht kann ich einen halben Punkt drauf geben. Und dann gibt es ja andere Lehrer, die einen gleich anmaulen, wenn was für eine Frechheit man sich da erlaubt, es so einen Scheiß in eine Ex zu schreiben. Also, naja, das ist halt Schule. Ne? Man muss sagen, definitiv nicht die schönste Zeit im Leben. Allerdings, wenn man Erwachsenen glauben kann, die leichteste, sag ich mal. Die mit der meisten Freizeit. Sekunde. Aber,